wenn ihr mein Everyday Carry Video gesehen habt, wisst ihr wahrscheinlich, dass ich meistens ein Erste-Hilfe-Kit mit mir rumtrage. Hi Leute, Rummelsdorf hier. In diesem Video geht es um mein Erste-Hilfe-Kit. Ich werde euch zeigen, was da drin ist und versuchen, die Ideen, die Philosophie dahinter zu erklären, zu erläutern. Das ist es. Ich habe mir ein paar leuchtende Diamantknoten dran gemacht, damit ich es im Dunkeln schnell wiederfinde. Bei den Tarnfarben könnte es ja vielleicht verschütt gehen, wenn man sich draußen im Wald in der Natur aufhält. Als Beispiel. Die Grundversion von diesem First Aid Kit habe ich vom Ranger Shop. Ja, ich kann mal hier den Katalog zeigen. Das ist es, First Aid Kit. Für 12 Euro. Kleine Tasche, First Aid Kit, Schere, Wattestäbchen, Pinzette, 4 Alkoholtücher, 8 Pflaster, Mulltuch, Heftpflaster, ein Päckchen mit 5 kleinen Mullbinden, 5 cm mal 2,5 Meter. Ein Päckchen mit 5 Mullbinden, 7,5 cm mal 2,5 Meter. 5 sterile Mulltücher, 7,5 cm zum Quadrat. Einweghandschuhe. 2 Dreieckstücher, als Kompresse verwendbar. Sicherheitsnadeln, Beatmungsmaske, Maße 18 mal 12 mal 7 cm, Gewicht 290 Gramm. Und dabei ist es natürlich nicht geblieben. 219 Gramm, inzwischen wiegt es 400 paar zerquetschte Gramm. Ich habe es ordentlich erweitert, ein bisschen ausgetauscht. Wir können da mal durchgehen. Ja, Reißverschluss draußen. Das Ganze fühlt sich an wie Polyethylen. Steht nicht im Katalog. Ja, gutes Plastik. Das sieht so aus, als wäre es vielleicht wasserdicht, die Nähte wahrscheinlich nicht, aber ich kann mir vorstellen, dass das eine kurze Dusche gut überlebt. Relativ trocken. Ich habe inzwischen alles in kleine Tüten eingepackt etc. Okay, wo fange ich am besten an? Ah, wir gehen mal von links nach rechts durch. Also ich habe diese mickrige Schere, die mit dabei war. Ja, die sieht nicht so aus, als ob sie besonders viel aushält. Aber immerhin eine Schere. Eine grobe Plastikpinzette. Ja, falls man irgendwas greifen muss. Zum Splitter raussuchen wäre sie wahrscheinlich nicht besonders geeignet. Dann haben wir hier vielleicht 10 Baumwollwattestäbchen mit Holz. Ja, die könnte man zum Beispiel auch benutzen, um Feuer anzumachen. Dann haben wir hier Salbentüll mit Vaseline behandelte Gase 10 x 10 cm, gut eingeschweißt, zweimal. Das Ding ist natürlich, wenn man eine starke Wunde hat, kommen die als erstes auf die Wunde, die haften nicht, die werden vom Blut nicht durchtränkt und verkrusten nicht in der Wunde. Also wenn man Verbandswechsel machen muss oder so, sind die genau richtig. Dann haben wir
Inhalt 5 sterile Gasepads. Ja, die sind hoffentlich auch antihaftbeschichtet. 7,5 mal 7,5 cm. Und billige Pflaster vom Discounter Ducaplast. Luftdurchlässig, 1 Meter, 6 cm breit. Die kann man sich dann mit der Schere passend zurechtschneiden, so wie man es gerne hätte. Ja, das ist wahrscheinlich das einzig billige hier am ganzen Erste-Hilfe-Kit. So, dann, hier ist eine Sicherheitsnadel dran, damit man es besser bedienen kann. Dann haben wir hier Klebeband. Ja, das Textilklebeband. Ich weiß nicht, ob das luftdurchlässig ist. Ich fürchte nicht. Aber immerhin Klebeband. Ja, eine eigene Selektion von Pflastern. Teilweise steril verpackt. Ja, mit einem schönen Label drauf. Damit man es gleich findet. Hier sind noch ein paar Sicherheitsnadeln. Einweghandschuhe, das sind nur zwei Stück. AIDS-Handschuhe. Wenn man jemand Fremdes behandelt und noch an HIV/AIDS glaubt oder andere Krankheiten möglich sind, dann schützt man sich mit diesen Handschuhen. Dann haben wir hier eine Beatmungsmaske. Die ist zur Mund-zu-Mund-Beatmung. Ich empfehle ja sowieso Mund-zu-Nase-Beatmung. Aber wenn man denn mal Mund-zu-Mund-Beatmung machen will und Angst vor Erbrochenem hat oder sowas, kann man diese Maske über das Gesicht der bewusstlosen Person legen und durch diesen feinen Filter durchpusten. Ja, ist vielleicht nicht das Beste, aber das war drin, so habe ich das gekauft und ich habe es erstmal drin gelassen. Dann haben wir noch mehr Verbandspäckchen, wie sagt man, Gasebandagen. Ja, die hatten wir gerade aus dem großen Pack noch da und ich dachte mir, ich packe mir noch ein paar rein. Eine Blutsaugerbinde. Ja, das kennt ihr bestimmt. Hygieneprodukte für die Frauen. Einzeln verpackt, relativ sauber. Mit speziellen Mitteln drin, das Flüssigkeit zu Gel verwandelt und antihaft beschichtet. Das bleibt trocken. Also Darmbinden als günstiger Blutsauger, als Blutschwamm. Außerdem habe ich noch ein paar Medis. Das sind Schmerzstiller, ja, abgeschnitten. So viele braucht man eh nicht. Mit Haltbarkeitsdatum Mai 2013. Die würde ich später wahrscheinlich auch noch verwenden, aber damit ich Bescheid weiß. Schmerzstiller. Dann, das könnte vielleicht häufiger gebraucht werden, Aspirin, zwei Pulver, die sind schön flach und einzeln steril verpackt, sehr gut zum Mitnehmen. Aspirin, Acetylsalicylsäure eignet sich zum Beispiel auch bei Herzattacken, wenn man Herzinfarkt hat, das Blut zu dick ist und irgendwas verstopft ist. Ja, Aspirin verdünnt das Blut und hilft, während man den Rettungswagen sucht. Außerdem habe ich noch Elektrolyte. Falls jemand stark dehydriert ist, dann ist das genau das, was er braucht. Die enthalten Natrium, Kalium und Glucose. Und die sind verdammt wichtig, wenn man sich rehydrieren will.
also das ist meine Medikamentensektion, wenn man so will. Diese Sachen habe ich dabei.